Und man sollte daran erinnern, in jener Zeit, als der Begriff der Menschenrassen in der Wissenschaft erfunden wurde, da hantierten auch honorige Männer der Aufklärung ganz selbstverständlich mit eben diesem Begriff. Kant zum Beispiel, der behauptete, alle Neger stinken, was durch keine Reinlichkeit zu vermeiden sei. Rassistischer Alltag, der heute gerne vergessen wird. Ein Mann hielt damals vehement dagegen und es ist fast unverschämt, dass sein Name weit weniger geläufig ist als der von Kant. Georg Forster. Als Naturforscher, Zeichner und Schriftsteller war er auf den Expeditionen von James Cook mit an Bord. Er sah in der Natur des Menschen stets das Universelle und schon im 18. Jahrhundert fragte er, machen wir die fremden Völker, bei denen wir so einfallen, eigentlich wirklich glücklich? Bringen wir denen Glück? Seine Südseesammlung ist jetzt in einer neuen Dauerausstellung zu sehen, und zwar im Schloss Wörlitz in Sachsen-Anhalt. 3 Jahre durchsegelt Georg Forster die Weiten des Pazifik. Dann landet der Welterkunder 1779 in Wörlitz. Hier berichtet er von seinen Reisen in ferne Länder, seiner Begeisterung für das Fremde. Seine Überzeugung, dass alle Menschen auf der Welt gleich seien, ist heute aktueller denn je. Ich denke doch, dass in einem Europa, das sich zunehmend schließt, oder man hat den Eindruck, dass es sich zunehmend schließt, ganz wesentlich ist, immer wieder zu präsentieren, wo gab es in der Geschichte Menschen, die hinausgegangen sind, die sich geöffnet haben, die gereist sind und die mit diesem Reisen auch ein Öffnen in ihrem Denken und Handeln bewirkt haben. Nahezu 1000 Zeichnungen fertigt Georg Forster auf der zweiten Cookschen Weltumsegelung an. Beschreibt hunderte bis dahin unbekannte Tiere und Pflanzen. Der Pinguin, eine Zeichnung des damals 17-Jährigen. Daneben das Original-Logbuch von James Cook. Georg Forster ist als Assistent seines Vaters und wissenschaftlicher Zeichner an Bord. Antarktis, Neuseeland, Tahiti. Sobald das Schiff anlegt, machen sich Vater und Sohn auf, die Terra Incognita zu erkunden. Die beiden Forsters, sein Vater ja genauso wie er, haben versucht, alles das, was sie sahen, auch korrekt festzuhalten, genau festzuhalten, also wissenschaftlich zu dokumentieren. Das ist auch der Grund ihrer Sammlungen. Wenn es auf Tonga verschiedenartige Keulen gab, wollten sie eben diese Typen von Keulen in ihren Sammlungen auch repräsentiert haben. Rund 30 Stücke seiner wertvollen Südseesammlung schenkt Forster dem Wörlitzer Schlossherrn Fürst Franz und seiner Gattin. Beide verehren den weltoffenen Forscher und stellen die Exponate im eigens dafür gebauten Südsee-Pavillon aus. Doch die jahrhundertealten Stücke aus organischem Material drohen schließlich zu verschimmeln. Jetzt werden sie restauriert. Der Brustschmuck eines tahitischen Kriegers mit Reihen aus Haifischzähnen und Federn zum Beispiel. Vieles Alltagsgegenstände von damals. Vor 250 Jahren gesammelt, werden sie im kommenden Jahr die Georg-Forster-Ausstellung in Wörlitz komplettieren. Wir leiten ein mit der Ausstellung zu Georg Forster. Wer war er? Was war seine Arbeit? Und leiten dann 2019 über in dieser Südseesammlung. Mit allen Sinnen erfährt Georg Forster das Fremde. Er notiert sogar die Noten des Hiva, eines polynesischen Tempeltanzes. Der junge Wissenschaftler beschreibt den Duft der Tiare-Blüten in den Haaren der Tänzerinnen und nimmt ein Baströckchen und ein Haarbüschel mit. Beides soll von der Prinzessin Poedua stammen, mit der sich Forster immer wieder beschäftigt. Die Gestaltung der Ausstellung ist traditionellen polynesischen Orientierungskarten nachempfunden. Holzstäbe und Muscheln zeigten den Menschen Winde, Wellengang und Inseln an. Georg Forsters Forschungen haben nicht nur seinen Blick auf die Welt verändert. Aber lange war Forster weitgehend vergessen. Jetzt hat der Welterkunder die Chance, wiederentdeckt zu werden. Hier in Wörlitz.